Herr Preisner, was Sie uns hier als Neuheit präsentieren, sieht für mich aus wie ein herkömmliches Gleitlager. Da haben Sie vollkommen recht. Von außen betrachtet sieht es aus wie ein Clipslager, was man einfach in ein Blech einschiebt, ja, was beidseitig axial gesichert ist. Aber es unterscheidet sich, da wir hier eine sphärische Aufnahme haben. Das heißt, wir können hier den Kugelzapfen einklipsen im Vorfeld und dann dieses Lager einfach in ein Blech und haben hier den sphärischen Ausgleich aktuell für einen M6er Kugelzapfen mit einem Kugeldurchmesser von 10 mm und Ablager lieferbar. Danke, Herr Preisner.